Mein Name ist Henning Knudsen und ich möchte mich zunächst einmal bedanken, dass ich hier sprechen kann und das Thema Humuswirtschaft auf meinem Biobetrieb in Deutschland in der Nähe von Flensburg vorstellen darf. Ja, jeg hedder Henning Knudsen og er glad for at være her, og han kan præsentere sit landbrug og sit arbejde med humuswirtschaft, som vi kalder det på tysk. Vi har ikke rigtig noget, altså wirtschaft, det kan ikke rigtig, men altså humusdrift. Kann man auch sagen, so. Das ist mein Hof. Wir bewirtschaften 110 Hektar mit Bioschwein und versuche Kompost aus dem Schweinemist zu machen und behandeln auch die Jauche bzw. Gülle. Also driver en gård med 110 Hektar og slagtesvin og forsøger at kompostere gødningen derfra. Wir haben einige große Probleme in der Landwirtschaft die letzten Jahre, und zwar sind das vor allem überlockerte und in sich zusammensackende humusarme Böden. Das gilt so vor allem im konventionellen Landbau, aber auch im ökologischen Landbau zum Teil. Also eine der großen Probleme, die wir haben, sowohl im ökologischen und im konventionellen Landbau, die ist der überlösende und in sich zusammensackende humusfähige Jordbund. Dabei verlieren wir Bodenfruchtbarkeit und Erosion sind die Folge. Also Täber, Jordfruchtbarkeit und Erosion erfüllen. Der Boden verliert Kohlenstoffe in Form von klimaschädlichen CO2 und das vergrößert auch den Klimawandel. Also Jordbund Täber Kohlenstoff in Form von CO2, som jo også klimaskadelig. Und gleichzeitig haben wir Nährstoffverluste durch Auswaschung und Ausgasung. Und samtidig så har vi næringsstoftab, wie also so in Form von Gastab, men også i form af udlastning. Und weil die aerobe Mikroflora auf vielen Böden in Europa ausgestorben ist und wir gleichzeitig Folgeprodukte ausbringen, können auch gewisse Krankheiten bei Pflanzen, Tieren und Menschen auch sich ausbreiten, insbesondere haben wir ein Clostridienproblem. Also vor Grund der Tat der Jordbundslim, so stiger auch Verrottungsprozesse in Jorden und damit auch Gefahren für pathogene Bakterien und Schwämme, die Sporedannende, som for eksempel Botulismenbakterien. Das sind Hundpilze, die ganz normal in der aeroben Kompostierung auftreten. Die habe ich an meinem Misthaufen fotografiert. Die kommen morgens, wachsen sie hoch und abends sind sie gestorben. Und diese Pilze setzen Lignine um und gehören zu den Mykorrhiza-Pilzen, die dann in Symbiose mit Pflanzenwurzeln leben. Hier ist ein Bild eines Kompost, und der hier hatte, jeg ved ikke, hvad det faktisk hedder på dansk, men det er de her nogle svampe, der går frem om morgenen, og så visner de væk hen under aftenen. Og det er, altså, det hører til gruppen af mykorrhiza-svampe. Vi har en großen Agrikulturchemiker, og det er Justus von Liebig, og der har disse problematik med den ausbrüchen der Krankheit auch vorweg gesehen. In seinem letzten Band schrieb er, dass die pflanzentragende Erde ein ungeheurer Reinigungsapparat für das Wasser wird und dass sie aus dem das nämliche Vermögen alle der Gesundheit und Menschen der Tiere schädlichen Stoffe, alle Produkte der Fäulnis und Verwesung untergegangener Pflanzen- und Tiergeneration entfernt. Also Justus von Liebig hat schon ganz früh 1873, kurz vor seinem Tod, die heutige Situation vorausgesehen.
Altså Justus von Liebig, allerede kort før sin død, han sagde i 1873, at altså over jorden, hvor der er plantevækst og liv, altså det hører til rensningsapparatet for vores grundvand. Og hvis det kommer i ubalance, så er der fare for, at der opstår sygdomsfremkaldende ting og sager, både for dyr og mennesker. Clostridien sind nur anaerob und zersetzen Eiweiße und sie fliehen vor Sauerstoff. Also Clostridien, die umsetzen Proteine. Was war das zweite? Eiweiß? Sie bilden Gase. Und ihr Gasblätter. Ja. Das ist der Grund, warum die Agrargasanlagen oder Biogasanlagen auch ein bisschen mit im Gespräch sind. Ob das ausgebreitet wird. Und die Leute der fordert, die diskutiert sind, nämlich die Biogasanlage als Thema der. Sie bilden Sporen und sind sehr widerstandsfähig und es gibt von 200 Arten 35 krankmachende Arten, wobei das Botulismus, die Clostridium botulinum ist, bildet ein Toxin, was als stärkstes Gift überhaupt gilt. Altså, de er ilt, de er en anaerob bakterie, de kan godt lide ilt, og de findes sådan set overalt. Der findes mange forskellige arter af dem, de fleste det er altså, og vigtige i nedbrydningsprocesser, men der er nogle af dem, der er patogener, og den mest frygtede der, det er så organismebakterier, som jo, altså det vi kender som pølseforgiftning, som jo danner et nok det mest toxische Stoff, wie wir kennen. Das ist eine Zeichnung von Professor Helge Böhne, die in der Zeit veröffentlicht worden ist. Das sind Bestände mit Rinderbestände. Jeder Punkt sind 1 bis 35 Betriebe, die hier in Deutschland betroffen sind von Botulismus-Toxin. Also der Avisudklipp hvor man har opgjort, hvor mange kvægbedrifter i Tyskland, der er botulisme-ramt, altså kronisk botulisme. Og for hver prik der, det står for mellem 1 og 35 bedrifter, som er ramt af det her. Das ist eine Kuh, die unter dieser Krankheit leidet, die ich auf einem der meine Nachbarbetriebe fotografiert habe, wo wir helfend zur Seite stehen. Aber die Krankheit ist nicht neu. Das ist zum Beispiel eine Studie von 1920, wo drin steht, dass es eine Kuh ist, die an einer chronischen Form von Botulismus leidet, als Resultat einer kontaminierten Maisernte. Also das erste Bild, das war eine Kuh von Nabo mit Reften, wo er die erste Gang die her sieht. Aber also die ist nicht ukennt, das ist allerede vor mange år siden. Støtter man hurtigt her, og bliver det kendt, at der findes en kronisk form for botulisme blandt kvæg. Ja, zwei große unterschiedliche Sachen in der Natur, und das eine ist die Fäulnis und das andere ist die Rotte. Die Rotte ist eine aerobe Geschichte und die Fäulnis ist grundsätzlich anaerob. Also wir haben i naturen to overordnede forskellige processer. Og den ene det er altså aerobe processer, hvor man tilganger ilt, og den anden det er anaerob, altså hvor der er altså uden ilt. Det kalder man på tysk Fäulnis og rotte, det er så den der aerob. Durch Kompostierung könnten wir Krankheitskeime eliminieren und Rottegülle und Kompostierung führen letztendlich zur Humusbildung. Altså, det er i det anaerobe, den der fäulnis og de farlige ting, de opstår, og omvendt i den anaerobe proces, det er der, vi har humusdannelsen. Der Erhard Hennig hat das auch vorausgesehen, einer der großen Bodenforscher, und hat gesagt, dass Toxine und Krankheiten entstehen in den 80er Jahren
über Fäulnis. Wir müssen unbedingt die Fäulnis vermeiden. Und Vitamine und Gesundheit entstehen bei aeroben Trocken. Also, Erhard Henning, so mein Forscher, som leder i Trocken op til 80'erne, og beskæftigte sig med jordbrugsfrugtbarhed et helt liv. Han har opstillet den der, hvor han så skriver, at altså de anaerobe processer, det er der, de farlige ting, der sker, og alle vitamindannelser og andre ting, det foregår under aerobe forhold. So, das hat er eben auch schriftlich noch, da geht man drüber. Er hat damals eben probiert, dass sämtliche Krankheitskeime über Kompostierung abgetötet wurden. Der gleiche Erhard Henning. Geht doch mal weiter. Eine gewisse Rolle heute spielt das Glyphosat bei uns in den Böden, zum Teil auch auf den ökologischen Böden, merkwürdigerweise. Also, weil ich sehe, viele Städte, auch sehr in Danmark, helt aktuelt faktisk, det er jo, at glyfosat, altså det aktive stof her i Roundup, altså rester af den, den er overalt forekommende i vores miljø, og også på økologiske jorder. De beiden vigtigsten punkter dabei sind zu verstehen, dass Glyphosat auf der einen Seite Spurenelemente bindet, die weder Pflanzen noch Tier verfügbar sind, und auf der anderen Seite macht das Glyphosat hat eine antibiotische Wirkung, sodass bestimmte Mikroorganismen, antagonistische Mikroorganismen absterben, im Darm und im Rücken. Also der zu wichtige Vorhold zu verstehen in Verbindung mit Glyphosat, und der eine ist, dass den chelatdannende, altså den binder vigtige mikronæringsstoffer i jorden og gør dem utilgængelige for planterne. Og den anden meget uheldige egenskab, den har, det er, at den virker antibiotisk. Altså netop, at den lige netop for de antagonistiske bakterier, altså de positive bakterier i jorden, dem hæmmer dem, og dermed ynder dem de skadelige bakterier. Das ist das Resultat, wenn wir keinen Humus haben. Dann sind hier, habe ich Fotografien mal gemacht, nach einem Starkregenniederschlag auf Nachbarflächen, wo das Wasser und starke Erosion stattfinden. Also der hier ein Bild von Erbobedriften, wo der öfter in den kraftigen Rhein sker, wenn er was schon. Hier ist ein weiteres Bild. Ich gehe einfach durch, ne? Man kann sehen, dass Pflanzenwurzeln freigelegt werden. Es schwemmt so ab und das ist in Hürup fotografiert vor ungefähr 2 Jahren. Also der Umwelt war näher an der Samyogenstübe zum Hensein. Und da geht man drüber, auch andere Bodenforscher haben das vorausgesagt, vor allem die Annie-Francée Harard und ihr Mann Raoul aus dem Buch Humus, was sich jeder im Internet heute runterladen kann, dass sich sogar das Klima ändern kann durch Bodenfruchtbarkeit, die eben nicht mehr da ist, durch Humusabbau. Also der hat auch andere, der hat forsket, ich habe sicher bare lige forgået lidt hurtigt hen over det her, men altså, man kan søge det her på internettet, og det har de altså også allerede for så mange år siden i 1957 fundet ud af, at ved den her kulstofforarmelse af jorden, faktisk også bidrager til klimaforandringer. Ja, das sind die Punkte, die man auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, die ich versuche auf meinem Betrieb umzusetzen, um da Lösungsansätze zu machen. Wir vermeiden überall die Fäulnis und fördern die Rotte. Wir lüften Gülle und versuchen Flüssighumus aus Gülle herzustellen, die nicht mehr stinkt und auch nicht mehr ätzt. Wir kompostieren außerdem den Stallmist. Also die Liste, wo die Dinge Herrn Görbus hinein betrifft. Und das dreht sich um undgå anaerobe processer og fremme aerobe processer. Og det gør blandt andet at belufte gylle og at lave flydende humus af gylle
og som ikke lugter og heller ikke ætser. Og så komposterer han det faste møg og bruger kompost. Grundsätzlich geben wir Steinmehle auch hinzu. Das Futter wird fermentiert mit Hilfe von Milchsäurebakterien, also in dem EM oder AM Plus Kanne. Manche arbeiten mit Sauerkrautsaft, in Dänemark gibt es Vitabiosa, aber vor allem um Silagen zu stabilisieren. Also han bruger effektive mikroorganismer, enten dem eller andre former, og det kan også være sådan noget Sauerkrautsaft for eksempel, og i Danmark kender vi jo Vitabiosa som effektive mikroorganismer. Altså specielt til at fremme fermentering i ensilage. Og derudover så putter han stenmel typisk og kul med i komposten. Ja, vi sætter også Schwingungen ein, altså jeg nenner det gerne tekniske homeopati, og arbejder da zum Beispiel auch med Roland Blocher sammen. Derudover så arbejder han med svingning. Han kalder det også gerne teknisk homeopati. Og der arbejder han sammen med en østriger, der hedder Blocher, omkring det. Außerdem habe ich in diesem Jahr erstmalig ganz viele Versuche gemacht mit Komposttee. Da habe ich ein paar schöne Bilder mitgebracht, also einen Auszug aus Kompost. Und grundsätzlich hattest du gesagt, dass wir mit Kohle arbeiten und wir wollen eine hochfruchtbare Erde herstellen im Sinne einer Therapeuta. Som noget nyt, så har han også især i år lavet nogle forsøg med kompostte, som han har taget nogle billeder med også, som vi får at se, og bruger trækul, og bestræber sig efter at lave det, man kan kalde terra preta. Die terra preta ist ein Boden, der in Südamerika wiedergefunden ist, der menschengemacht ist, meterdick und aus kompostierten organischen Materialien in Verbindung mit Kohle entstanden ist. Also Terra Preta, det er jo det er en antropogen skabt sortjord, som er fundet nede langs med Amazonas floder, hvor det er altså meter tykt, meget meget frugtbart humuslag eller jordhumuslag. Og der kan man se, at det er menneskeskabt, og det er noget, og det er det, han er inspireret af, hvordan hun er lavet som jordbund. Die anderen drei Sachen, das ist so selbstverständlich für einen Biobauern: Bodendruck vermeiden, möglichst nicht pflügen, lange Fruchtfolgen und niemals ein nackter Boden. Und die anderen Dinge, die sind so gängige, gute ökologische Prinzipien mit undgå Strukturskade und vende flat und løsne dybt und gerne ein langt sædskifte und helst ingen bar jord. Ja, ich fange an mit dem oxidativen Weg der Mistkompostierung, die wird auf einigen Betrieben mehr praktiziert. Ich habe da ein Foto dazu gemacht, wie ich das mache. Das entspricht in etwa dem CMC-Verfahren aus Österreich. Also, mein Vers, wenn ich komme auf Kompostierung, den oxidativen Weg, der in der Zeit flere, und passer sådan set, eller den svarer sådan set til den CNC-metode, som kendes måske fra Østrig. Jeg benutter så en kompost, schwerbegezogenes kompostumsatzgerät, das hier auch auf einigen Betrieben gebraucht wird. Og bruger sådan en kompostbrenner til at vinde den. So werden bei mir die Schweine gehalten, und das ist die Grundlage für den Kompost, der Mist, den wir einmal die Woche ausschieben und nach jedem Durchgang einmal säubern. Und der Ausgangspunkt, der fast heute kommt von den Grisen, der so, wo du dir Skobelei in Gang am Huhn, und so ist der auch wie Kompost. Das ist der Ausgangsstoff Mist, da kommt noch Steinkohle, die Steinmehl und die Kohle hinein, und manchmal nehme ich auch noch etwas Algenkleid hinzu. Og det er altså udgangspunktet, der det er møg, så kommer der så stenmel og kul oveni, og nogle gange også lidt algekalk. Og så ser det schon etwa nach 3 Wochen aus, nach der Eisfolge. Og allerede efter 3 uger, når den varme kompostering er overstået, så ser det allerede sådan der ud. Das ist ein Hormonstrahler, den ich seit vielen Jahren bei mir im Einsatz habe. Damit kann ich bestimmte Informationen im homöopathischen Bereich übertragen.
det er en såkaldt hormonstråler, og med han kan overføre homøopatisk virkning over til et andet medium. Vi har her mal en studie durchgeführt med Plochermehl, og der kom vi en nachweis in der Gülle, wenn wir diese Informationsmanagement, die technische Homöopathie einsetzen, dass Salmonellen zu 100% reduziert wurden, Koli zu 99, Enterococcus 86. Insgesamt ist die aerobe Mikroflora hat auf 81% zugenommen und Clostridien wurden mit 72% reduziert. Also wir brauchen denn hier technische Homöopathie, der hat falsch bewiesen, at der efterfølgende, altså Salmonella, det var helt korrekt, og Colibacillus reducerede 99%, og Enterococcus med 86%, og Perfringens med 72%. Da gehe ich mal rüber, das schaffen wir zeitlich nicht, denke ich. Hier haben wir ein Wassergerät, das wir zur Aktivierung von Wasser nutzen. Da haben wir in vielen Kuhställen mit eingebaut und auch das ist ein Gerät, um technische Homöopathie aufs Wasser zu übertragen. Die Tränken haben dann kaum noch einen Biofilm. Also die sind in Wand, also bügelt sich die in die Wandsysteme, auch indbygget i mange kvægstalle efterhånden, hvor man laver teknisk homøopati på vand faktisk, og det her vand, det er altså overfladespænding, den forsvinder næsten med sådan helt opløst. Da gik jeg også mal weiter. Interessant ist noch, was mit Gärresten passiert. Wir haben ein Problem, großes Problem bei Gärresten aus Biogasanlagen, dass dort Paraffine und auch Wachse entstehen, die absolut wasserunlöslich sind. Und wir können diese Gärreste wieder umwandeln zu einem carbonhaltigen Dünger. Das war der Ausgleich interessant, der hier also Gärreste von Biogasanlagen, wo da oft Probleme mit Alkaner und Paraffine, zum laver sådan en danner film. Der har de haft rigtig gode erfaringer eller resultater med at omdanne dem til noget kulstof. Hier sind Gärreste, die sind am Anfang ganz grün und etwas klebrig und wenn wir sie mit bestimmten Mikroorganismen behandeln, dann sind sie nach kurzer Zeit dunkelschwarz und werden eigentlich zu Carbonsäuren. Das ist ein System, was Herr Witte in Deutschland entwickelt hat. Altså sådan noget frisk, det grønne der frisk gærrest, og når den bliver behandlet med mikroorganismer, så får man i løbet af ganske få dage faktisk den her carbonsyreholdige mørkfarvning. Ja, jeg sætter også en humusmühle ein, om kolloidale flüssigkeiten herzustellen, weil wir wissen, dass in gerade in diesen Grenzflächen und kolloidalen flüssigkeiten bestimmte chemische Umsetzung sehr viel schneller gehen. Und so sieht so eine Humusmühle aus. Die befülle ich mit Lehm und mit Wasser und Bachstein. Die läuft eine Viertelstunde. Und dann haben wir eine kolloidale Flüssigkeit, die für 25 Kubikmeter Gülle etwa reicht. Also, han bruger også den her hjemmelavede kompostmølle, som man kalder den, hvor han putter leer og kompost, lehm, kompost und Lehm und Bachsteine zum Zermahlen. Ja, und nogle rundsten til at formale det her med at blande det op med. Og så sådan en blanding, for den kører så i timer, fem kvarter, og så har man sådan en meget kolloidal opløsning. Og det svarer, sådan en blanding er nok til 25 kubikmeter gylde vejt. Altså en blanding til 25 kubikmeter gylde. Also immer die Vorkohle wird angegeben. Zum Beispiel mein Tiberhill in Vortrag. Und dann setze ich die Gülle auch schon um, dass sie kaum noch riecht und stinkt. Also wir stellen auch einen Komposttee her, weil wir ein Mengenproblem haben. Wir können nicht genügend Kompost für alle Flächen erzeugen. Derudover så laver vi Komposttee, og det er blandt andet også fordi man ikke kan lave kompost nok til alle arealer hver år. Så har man angefangen som ausprobieren for etwa 2 år. Så har man begyndt for 2 år cirka.
Das ist ein System, was einen Schaumwirbel hat. Das ist ein System aus Amerika, der Vortex Brewer. Da kann man ihn im Ganzen mal sehen. Ein Airlift-System. Aber im Mittelbild ist sogar die Ponentenmodel, also wie Aleo in Bio-Lifter. Schaubergers Prinzip, Viktor Schauberger in Österreich også, der levede for 100 år siden. Og det er efter det princip, der hedder Vortex-system, der er et amerikansk system, hvor der netop dannes den her spiral i vandet. Ich habe das selber auch nachgebaut in einem Melassebehälter, damit ich das auf allen Flächen aussprühen kann. Ich versetze das 1:2 in den Wasser und habe den Kompost dann, das war mein großes Problem, in Nylonstrümpfen als Filterdamm da drin, damit man es auch spritzen kann. Also han har lavet sit eget system der, hvor han lader det gennemgå den der proces. Og så har han et filter, der består af en netstrøm, som man hælder det igennem, og så op i en sprøjte, og så sprøjtes det ud på marken. Man ser sehr schön auf den Wirbel. Man ser også den der virvel der, altså ligesom når man hiver bundkorken i badekammer. Das sind Bilder, die mir zur Verfügung gestellt wurden aus einer der größten Farmen in Südafrika, die das schon länger machen. Die ZZ2 ist das, die auf 200.000 Hektar Komposttee ausbringen. Und der Bild von einer Farm in Südafrika, wo die so eine ZZ2, wo die 200.000 Hektar hohe Komposttee. So sieht es da aus. Wirklich ist der große Lufteintrag. Die der Pelle tanken. Und so sieht die ganze Halle aus da. Das sind eigene Versuche, die meine Schwiegermutter in ihrem Garten gemacht hat. Ich habe im ersten Jahr das mit der Spritze probiert und habe die Spritze bis hoch in den Dicht, dass sie überhaupt nicht mehr funktionierte. Dann haben sie völlig ärgerlich in die Ecke gestellt. Und meine Schwiegermutter hat das dann in ihren Gärten ausprobiert und das haben mehrere Landfrauen hier inzwischen auch. Alle mit positiver Rücktritt. Altså det første år, han gik i gang, lavede han det her, og så hældte op i sprøjten med det resultat, at alle dyser lige stoppede, og så satte han den hen i et hjørne, og så gjorde han ikke mere ved det, men så svigermor, hun tog sig af det her, og så brugte det i haven, og alle konerne om i hele landsbyen, de brugte det også i deres haver, så de faktisk havde sådan en første erfaring med. In ihrem Garten werden überhaupt keine NPK-Dünger, kein Blaukorn oder Fungizide mehr benutzt. Also der drives ökologisch, den Herr, oder ingen Handelsgüter, der wird gebraucht. Man sieht hier im Gewächshaus Gurken und Tomaten, die eigentlich gar nicht so richtig gut in einem Gewächshaus passen, dass die sehr schön wachsen. Hier kann man eine Blume sehen, die Hälfte, die linke Seite hat nur den Komposttee gekriegt, dass das wie abgeschnitten aussieht. Also her ist nur Halbteil von Komposttee. Das kann man ja tydelig se forskel bare i en potte. Das sind Flaschentomaten auch aus dem Gewächshaus. Hier ist eine Nachbarin, die hat sonst immer aus dem gesamten Gewächshaus den Boden ausgetauscht jedes Jahr. Das macht sie überhaupt nicht mehr. Und hier in der Nabo, wo hun plejede hvert år at skifte hele jorden i drivhuset, det gør hun ikke længere. Ja, und das ist jetzt eine andere Form, wo wir versuchen zu kompostieren. Das macht ein Kollege von mir mit Pferdemist. Und das ist jetzt die Kompostierung, die anaerobe nach Witte. Und das ist ein anderes Verfahren, was aber auch eine Berechtigung hat. Und die hier, die so in einem Potenz, der den Nabo betrifft, zum Kompostieren, Hestemor især. Und die hier, efter in einem Prozess, die efter. Efter en mand, der hedder Walter Bethe, som har beskrevet den metode, hvor man ikke vinder den. Altså det er nærmere en anaerob proces, og den har også sin berettigelse. Ganz wichtig dabei ist, es muss Licht von oben dran kommen, es darf nicht mehr oben drauf kommen und es wird leicht verfestigt. Und dann funktioniert das. Wir haben auch da eine Wärmeentwicklung und wenn Wärme da ist, haben wir eigentlich keine Fäulnis. Og det fungerer på den måde, at man sætter den op og trykker den faktisk også fast og veder den igennem. Og man skal undgå at fylde ovenpå, man skal kun fylde det henad. Ja.
Da ist noch ein dänisches System, was man auch nutzen kann über einen Trichter um den Bio-Repo. Ich zack jetzt mal durch, weil die Zeit so erklärt. Wie halt traut, wenn wir uns erleben, siehst du, der über Dänisch gestehen, Bio-Repo gestehen, die Leute, der jeder Föhr, die leben, holen. Ja, das ist ein Produkt aus Holland, wo wir eine Futterzulassung haben, aus Ruminsäuren und Kohle, sehr gut bei Durchfallerkrankungen und eben auch bei Botulismuskühen. Also ein Produkt, das man vorhin erzählt, man muss da erleben, auch Kohle. Jetzt habe ich mal durch. Das sind kleinste Pyrolyse-Reaktoren, die wir zum Beispiel nutzen, um Kohle herzustellen. Das ist eigentlich eine Entwicklung für Afrika, ist mal bei Artefakt entwickelt worden. Wir sind dabei, eben auch große, aber der Kunst und ich haben einen Vertriebsvertrag für die Pyrenanlage. Also, der Infrastruktur, der erst mal in die Mini-Modell-Tier-Framstil Biochar oder Kult, also die Mini-Pyrolyse anlegt, und an dem die auch arbeiten, die also auch ein Steuer anlegt. Da sehen Sie meinen Kollegen und da wird das Gas verbrannt und kann eben auch für Wärmenutzung genutzt werden. Das ist ja das Schreibgäste, wo Gäste geht verbrannt und so, wie der Weihkunststoff mit Tempelbeinskult zu Ort. Hier haben wir noch ein anderes System, was für kleinere Anlagen mit 200 kW geeignet ist. Das Tapkin-System, das ist aber als Vorserienmodell jetzt da. Da kann man hier das zu Kohle verarbeiten, das ist in den Pyrolyse-Reaktor rein fotografiert. Und da findest du was anderes anlegt, zum Kräuer pelletierter Material, man die Leute kann lau Pull, was man jetzt pelletiert, also Gärraster oder Trapel. Und so kommt es als Kohle eben wieder raus. Was sollten Sie so unter Pyrolyse anlegen? Das überspringen Sie mal, das ist die Tesla. Ja, jetzt möchte ich zum Abschluss kommen und sagen, wenn wir zusammenfassen, kompostieren und belüften, Kohle und Rottekülle einsetzen, dann kontaminieren wir unsere Silagen nicht mehr. Also, ich kompostiere und belüfte, so umgehe, also lauer Aeroprozesse, so umgehe wir kontaminieren aus Insulation. Wir können gleichzeitig saubere Energie gewinnen und gesunde Tiere, Pflanzen und letztendlich auch Menschen erschaffen. Und der Mut vor, auf wenig Energie, Wettprozess, zu Vorteil für so eine Menschen oder Tiere. Es entsteht dabei Vitalstoffe und wir haben die Möglichkeit, Humusbildung, Fruchtbarkeit und Bodengarde wiederherzustellen. Und die denn es Vitalstoffe zu Vorteil für Humusdannelse, Jordungsfruchtbarkeit und Jordhealing. Ja, und dann möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und das ganze Thema nach dem Vortrag von Herrn Kurz zur Diskussion stellen. Jeg synes, vi skal vente til spørgsmålene tilbage efter, og jeg er sikkert, at vi skal også nogle opklarende spørgsmål. Så man skal bære Heiner op.